Ich habe Ephadaios die Leichen noch einmal hingezogen, so wie er sie später dann entdecken kann in diesem Schlachtfeld. Du kannst dann natürlich nochmal zum Wasserfall hechten und dann die dorthin geflohenen Matrosen finden. Also Mopane, der abgehauen ist, und Hock. Nee, Fejare ist, glaube ich, abgehauen. Egal, zumindest könnt ihr dann euren Weg zurückfinden. Den Weg, er dauert natürlich einige Zeit, ihr seid dann in der Nacht unterwegs, müsst euch dann durch das Gebüsch pirschen, eure Orientierung versagt vielleicht das ein oder andere Mal, aber nach endlosen Quälereien geht mittlerweile dann auch die Sonne auf, es wird etwas einfacher euch zu orientieren und etwa Mitte des Tages am 26. Lass mich nicht lügen, ist das richtig? Kommt hin, oder? Ja, das ist richtig. Erreicht ihr das Lager der Murkiji Marasna. Dadurch, dass ihr die Samurajins bei euch habt, könnt ihr dann auch erkannt werden und werdet nicht angegriffen. Die Strickleitern werden heruntergelassen und ihr könnt oben dann verschnaufen. Einige Zeit später kann dann auch Ephadaios gemeinsam mit seinen Leuten auftauchen, beziehungsweise ihr habt euch vielleicht auch sogar mitten im Dschungel dann getroffen. Vielleicht wäre man sonst umgedreht oder hätte ihn zurückgelassen. Man weiß es nicht, aber auf alle Fälle seid ihr dann ja, mit der Gruppe vollständig wieder da. Die Leute, die fehlen, sind Geron. Und genau. Geron und Dinar, richtig. Damit ja, müsst ihr euch erstmal hinlegen, vielleicht ein bisschen ausschlafen. Das heißt, ihr dürft einmal regenerieren. Und naja, dann schreiben wir den 27. Hesinte früh am Morgen. Ihr habt euch von dem langen Lauf durch die Nacht erholt. Die letzten paar Wunden vielleicht auch noch einmal dann ja, kuriert. Und dann haben wir den 27. früh am Morgen. Habe tatsächlich dann das Schreiben. Ja, ich erhebe mich. Ich fühle mich vermutlich sehr viel besser, als ich das Recht habe, mich zu fühlen, aufgrund des Heiltranks von gestern. Und wandere ein wenig ziellos umher, bis mich dann entschließe, meine Kameraden entweder zu wecken oder zumindest zusammenzusammeln, wenn sie denn schon wach sind. Besonders, falls ich ihn gestern Abend nicht gesehen habe, schaue ich mal oder frage mich mal rum, ob er von daher es geschafft hat, aufzutauchen. Den wirst du in einer Schneidersitzposition, ja, bis auf ein Unterleibchen gekleidet, betend vorfinden. Er ist wieder in eurem, in einem hinteren Teil von diesem Gemeinschaftsschlafbereich und überall sind halt so kleine, ja, Schalen, wo Wasser, wenn es von oben runter tropft, gesammelt wird, so morgentaumäßig. Naja, Jarlan tritt nicht unbedingt sehr leise durch den Raum. Kommt auf einige Schritte an dich heran und setzt sich dann erstmal auf die erste sich anbietende Fläche und wartet ein wenig, ob du ein Ritual vollführst, das du erst beenden möchtest, ob du einfach nicht gestört werden möchtest. Wir haben ja ausnahmsweise mal die Zeit. Ja, du hörst ihn leise brummen oder summen, so. Aber wenn du dann die letzten Schritte neben ihn machst, ein paar Sekunden danach seine Augen aufschlagen. Er hat nicht geschlafen, er hat da meditiert. Euer Gnaden. Freut mich, euch bei Gesundheit zu sehen. Und ich freue es euch zu sehen. Ihr seid betraut. Sorry, beschaut dich mal kurz. Halbwegs unbeschadet rausgekommen. Wie geht's den Männern? Keine größeren Verletzungen, mehrere kleine Schnitte. Diese Rüstung auszuziehen, tat weh, aber das fühlte sich doch noch gut an. Konntet ihr alle zurückbringen? Iron hat es nicht geschafft. Wir haben getan, was wir konnten. Wisst ihr, ob er in Borons Hallen eingefahren ist oder ob er in der Mine schuften muss? So wie das aussah, ich glaube nicht, dass er es überlebt hat. Die sahen auch nicht unbedingt aus, als wären sie darauf ausgefangen, mehr zu machen.
Wo kam Geron eigentlich? Er war ja, er glaubte nicht an den Uangor-Kult von hier, oder? Er war Tolamide, glaube ich. Irgendwo. Vielleicht daher, wo Rodrigo her war? Wir könnten ihn mal fragen. Ich kenne mich da nicht so aus. Gina ist nicht mit uns zurückgekommen. Weiß aber, ich habe seinen Leichnam nicht gefunden, falls er gestorben sein sollte. Wir sind mit den anderen Gardisten der Kamut-Garde ausgerückt und wir wurden von den Skrechu oder von ihren Akai-Kreaturen angegriffen. Die meisten von uns, Mopane, Phaerion und Ogg sowie Podro konnten sich in den Dschungel schlagen und weglaufen. Aber ich stand neben Dunar und als wir gegen dieses riesige Echsenwesen in zwei Waffen kämpften, und er rief Kor an und Kor hat geantwortet. Ich glaube, Dunar wurde in dem Moment berührt von dem Schlechter der Schlachtfelder. Er verwandelte sich und nun, als ich später zurückkehrte zu diesem Schauplatz, fand ich ja nur noch erstückelte Körper vor, sowohl von den Gardisten wie von den Echsenwesen. Einer der Gardisten hat es wohl weggeschafft. Einer von den Echsen, genauso ein etwas, eine zierliche Kreatur. Ich weiß nicht, ob sie. Sie wirkte wie ein Anführer, ist wahrscheinlich auch entkommen und von Dunar keine Spur. Die Götter scheinen mit uns zu sein. Selbst hier draußen noch. Hoffen wir einfach, dass Dynaskord ihn dann auch in dem Kampf zu sich genommen hat, den er so sehr liebt. Wir sollten uns mit den anderen versammeln und planen, was wir tun. Weiß, irgendwie ist dort noch eine Kristallkugel zerbrochen. Ich weiß gar nicht, sie gehörte wahrscheinlich dieser Anführerechse. Da sollten wir einmal Brindician oder Magister Kasim dazu befragen. Eine Kristallkugel. Ja, wahrscheinlich werden die Magier darüber mehr wissen. Ja, vermutlich. Brindisi war Dann gehen wir. offensichtlich auch schon wach und kommt gerade, ja, breitstrahlend über eine Brücke von einem, ja, benachbarten Baumhaus auf euch zu. Winkt euch schon zu, als er merkt, dass ihr wach seid und breitet die Schönheit, Bruderschwestern. Das ist nicht ein wunderbarer Tag. Ist es wohl? Ist es wohl? Ich meine, die meisten von uns sind noch am Leben, nicht wahr? Wo ist es? Nun, ja, Magister. Ja, es lief besser, als ich gedacht habe. Oder was meint ihr? Wenn es wir, die es reingeschafft haben. Deron hat es leider nicht rausgeschafft. Und wie ich gesehen habe, Dunar offensichtlich auch nicht. Aber das war. Nun, ich finde, wir haben besser abgeschnitten, als ich es erwartet habe. Wird noch einige Zeit dauern, bis ich mich an euren Glauben und wie leichtfertig ihr mit dem Ableben und Freunden umgeht, mich angefreundet haben kann. Ich gehe nicht leichtfertig damit um, gute Freunde zu verlieren. Ihr kanntet sie sicherlich besser als ich. Aber nun, das ist ja nicht das Ende. Das ist ja nur der Anfang von etwas Neuem. Dunar Nun. ist nun sein Leichnam, ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht könntet ihr Magister Brindigian, den Samurai-Jin hier sagen, dass falls sie ja, ihn oder eine Kreatur mit schwarzem Pelz in nächster Zeit hier sehen. Dijan hebt die Augenbrauen mit schwarzem Pelz. Im Moment der höchsten Not, als wir im Kampf waren gegen die Lakaien des Skrechu, glaube, Kor selbst hat unseren Gefährten Dunar berührt. Das heißt, er hat sich in irgendetwas verwandelt? Ganz recht. Er wurde vom Herrn Chor berührt. Ja, wie auch immer, aber ich werde den Samurai sicher sagen, dass sie da mal die Augen offen halten sollen. Damit sie in die 16 Ratschläge und 16 Forderungen geben können. Hier Was? und
Bitte? Damit sie ihm was geben können? Die 16 Ratschläge und 16 Forderungen für sein nächstes Leben. Was würdet ihr ihm denn ratschlagen? Das ist schwer, ich kannte ihn noch nicht so genau. Da kann ich ihm nur irgendwelche allgemeinen Sachen ratschlagen. Vielleicht nicht mit solchen Leuten herumzuziehen, wie ihr seid, damit man länger lebt oder so etwas. Ich könnte ihm sicherlich bessere Sachen raten, wenn ich ihn besser kennen würde. Es hätte sein Leben wohl verlängert. Hier, und drückt Bintijan die Reste einer zerbrochenen Kristallkugel in die Hand. Damit könnt ihr vielleicht mehr anfangen. Das ist von einem der Echsen. Keine Ahnung. Von einer der kleineren Echsen. Vielleicht war es ein Zauberer. Geht einfach daraus, stur an dir vorbei. Ja gut, ich werde mir das mal ansehen. Guckt Ephagin so ein bisschen hinterher. Weiß nicht so ganz, was er davon halten soll, wie er da jetzt den Abgang macht. Wollen wir zu den anderen gehen, Yalajin? Ja, natürlich. Kommt. Sie werden sicherlich auf uns warten. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Alphardaus ist auch im Weg zu den anderen. Ja, wir sammeln uns dann hoffentlich. Wenn jemand fehlt, wird er geholt. Irgendwo, wo es schön ist. Also in Hopien oder so. Dann kommt auch Rodrigo mit wahrscheinlich Woscha zusammen dazu. Ja. Und setzt sich an den Tisch. So. Und jetzt? Und schaut Richtung Yalan. Naja, dann stützt sich vor sich auf den Tisch. Nun, gut, ich weiß nicht, wer von euch über alles Bescheid weiß. Jedenfalls, Ephadaios hier hat die meisten der Söldner heil nach Hause bringen können. Nur Dynar wurde wohl im Kampf vom Herrn Kor zu sich gerufen und ist dort geblieben. Na, okay. Das heißt, wir haben zwei Tote. Wahrscheinlich. In dieser Mine verloren, an diese Mine verloren, sage ich mal. Bin ich überzeugt, dass er tot ist. Ja. Er verwandelt sich in irgendetwas und nachdem ich zum. Es gab da einen Kampf mit. Ich habe einen Kampf und als ich nachher dazu zurückkehrte, fand ich viele Leichen, aber seine war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob diese Verwandlung jemals aufhören wird. Vielleicht wandert er hier noch durch den Dschungel in seiner neuen Gestalt. Vielleicht macht er ja gerade der Kamot gerade die Hölle heiß. Nein. Gut, ganz sicher. Ich denke, wir können alle ein wenig stolz auf uns sein. Immerhin haben wir es geschafft, unseren Auftrag auszuführen. Okom legt seine Hände auf dem Tisch ab, seine Säge neben sich. Verzeiht mir die Frage, Euer Gnaden und Eure Adeligkeit, aber ich dachte, wir haben jetzt das Endurium, also wo ist denn das? Ja, wie viel haben wir noch erbeutet? Wie ich gerade sagen wollte, Vascha hier hat es unter Ablenkung aus der Mine geschmuggelt. Und sie wird uns sicherlich sagen, wo sie es hingebracht hat. Hat sie es nicht dabei? Und wollt ihr das ganze Zeug alleine schleppen müssen? Dachte ich mir. Also liegt das jetzt noch irgendwo im Dschungel, oder wie? Das ist richtig. Denke ich, Vascha, sag doch mal was. Ich hab's versteckt. Gut, und wo? Zurücklehnen, Arme überschränken. Das sag ich nicht. Dass ihr... Was? Ganz ruhig. Was ist denn jetzt los? Rodrigo schaut auch etwas verwirrt zu Vascha. Bevor wir es holen, sollten wir ein paar Dinge klären, meint ihr nicht? Da zeigen sich die wahren Farben der Schlange. Welche Dinge klären? Nun, ich will immer noch von dieser Insel runter. Und
Naja, gibt es sonst noch irgendetwas, was geschehen wird, bevor ihr mich hier runterbringt? Von dem ich wissen sollte? Sehe ich das richtig, dass du jetzt das Ganze als Druckmittel benutzen willst, um alles zu erfahren und Fragen zu stellen? Ich will erstmal allgemein klären, was hier los ist, Rodrigo. Das haben wir dir doch gesagt. Wir wollen ganz gerne, wir sind auf einer Geheimmission. Wir wollen dieses Metall uns besorgen, dieses Endurium. Und wollen das zu Rateral Sanin bringen, weil er einer der Guten ist, der dafür sorgen wird, dass damit eben Dinge getan werden können, um die Dämonenbündler zu stürzen. Also ich habe gehört, wenn man ein Schwert aus purem Endurium macht, kann man damit Dämonen verletzen. Ich habe gehört, das gehört alles der Boron-Kirche. Sie bilden damit ihre heiligen Krieger aus, die in der schwarzen Plattenrüstung. Diese Golgarit, er flüstert das Wort mehr. Ich meine, Kasim und ich haben euch da drin den Hals gerettet. Ich habe das Zeug weggebracht. Und doch sehe ich irgendwie, naja, wie er miteinander umgeht. Ich finde das merkwürdig. Wisst ihr, ich habe in einer Gauklertruppe gelebt, von über 30 Mann. Wir sind durch die Lande gezogen und bei uns gab es irgendwie immer so eine Art Familiengefühl oder Einigkeit. Bei euch sehe ich sowas nicht. Kurz bevor wir in die Mine gingen, habt ihr euch gegen Rodrigo gestellt und immer noch, wenn ihr miteinander redet, sehe ich keinen wirklichen Zusammenhalt zwischen euch. Und ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen kann, dass ihr mich hier wirklich runterbringt. Und, naja. Welchen Grund haben wir denn jetzt zu zweifeln bisher gegeben? Er zum Beispiel, wird man auf jeden Fall da ausdeuten. Er ist ein Geweihter. Wie könnt ihr es wagen? Na, es stimmt, dass ich dir nicht vertraue, aber das stellst du ja auch gerade unter Beweis. Willst du hier den Preis hochschachern? Wir haben dir schon gesagt, dass wir hier von dieser Insel runter wollen und dass du uns begleiten kannst. Was stelle ich unter Beweis? Habe ich jemals euer Leben bedroht? Ich habe Kameraden da rausgeholt, während ihr irgendwo im Dschungel verschwunden seid. Wo seid ihr gewesen gestern Abend, hm? Lass uns nicht so anfangen. Nee, nicht mit Anschuldigung. Er hatte keine andere Wahl, als zu gehen, ansonsten hätte Perdido Dorkstein ihn sofort an Ort und Stelle erschlagen. Er musste gehen. Ich hatte auch eine Wahl zu gehen. Ich hatte dieses Zeug in der Tasche und ich wusste, wie wertvoll es ist. Und aber du bist doch Maraskan kundig. Du hättest doch schon die ganze Zeit gehen können. Eben, und ich bin geblieben. Ja. Das ist gut. Ich meine, du hättest auch schon vorher gehen können ohne uns. Du bist doch Maraskan kundig. Du kennst dich doch hier aus. Ich habe ein Schiff gebraucht. Außerdem wusste ich, ihr seid... Naja, mir wurde von den Hesindegeweihten gesagt, ihr seid die am schnellsten von diesem Stück Land hier runterkommen. Das weißt du genau, Rodrigo. Ein Schiff haben wir ja auch nicht wirklich. Das haben wir jetzt im Nachhinein ja festgestellt, dass wir uns jetzt den Weg wir wollen uns jetzt den Weg durchschlagen nach Westen, gen Effort. Und versuchen dort eine Küstenstadt, uns dort ein Schiff zu kapern, zu stehlen, zu nehmen, zu bestechen, zu zahlen, was auch immer, um irgendwie nach Kuntium zu kommen, um das Zeug an Rateral Sanin abgeben zu können. Oder von mir aus auch an die Boron-Kirche. Also Mädchen, du hast hier deine Rolle gespielt bei diesem Plan und ja, es sieht ja auch so aus, dass es erfolgreich war. Davor ziehe ich meinen Hut. Ich war mir vorher nicht sicher, ob du uns vielleicht im letzten Moment in den Rücken fallen würdest, aber dass du mich und Potro und Dynar, der zurückgeblieben ist, dass du uns hier, hast du es richtig verstanden, du nennst uns Feiglinge? Keine Anschuldigung, Herr Gnad. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, ich habe meinen Hals riskiert für Leute, die ich kaum kenne, bis auf Rodrigo. Naja. Das schreitet ja auch niemand ab. Aber ich und wir anderen hier, wir waren unten in diesem Lager. Und nun willst du die Beute zurückhalten? Ich habe gesagt, ich will ein paar Dinge klären. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich will es euch nicht sagen, wo es ist. Okay, ich sage, wir sollten ein paar Dinge klären, bevor wir aufbrechen. Ja, dann sprich. Jetzt gerade haben wir doch geklärt, was wir als nächstes tun wollen. Und also ich weiß zumindest, schau mal Richtung Jalan,
Mein Plan wäre jetzt gewesen, aber Jaland macht die Pläne hier, zumindest gibt er sein Okay drauf am Ende. Wäre es jetzt mit dem Endurium zusammen, wenn wir es irgendwie in der Gruppe aufgeteilt bekommen, weil das doch ziemlich schwer war, was du da alles mitgenommen hast, dass wir das sozusagen wegen der beschwerlichen Dschungelreise aufteilen irgendwie unter uns, dann alle Mann zusammen zu der Hafenstadt durchschlagen. Darüber können wir sprechen, wenn wir das Endurium haben. Nein, das Endurium. Okay, wenn ihr nicht zuhört, Jaland, dann bitteschön. Führt ihr mal diese Rede und Joran Rigori lehnt sich zurück. Also, Wascha, was genau wollt ihr? Ich will eigentlich das, was ihr, glaube ich, alle wollt. Ich will weg von hier. Außerdem ist mir Rodrigo und ich, wir guck mal zu Rodrigo drüber. Sag du das mal. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Was soll ich dazu sagen? Ich würde ganz gerne meine Zeit mit dir verbringen. Nein, das ist natürlich falsch, das ist auch zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich Kinder mit dir will, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Was? Ehrlich zu sagen. Aber ich kann zumindest sagen, dass wir irgendwie zusammen sind. Was willst du jetzt hören? Ihr seid zusammen? Ja. Wascha wird knallrot, nickt. Was wollt ihr jetzt hören? Potro wird auch rot. Ich wollte, dass Dynar nicht hier ist. Gut, dass Dynar nicht hier ist. Sonst hätten wir gleich die nächste Krise an der Hand. Das ging ja schnell. Und wie lange? Er schaut dir so Richtung Wascha. Was? War das nicht das, was ich jetzt sagen sollte? Guckt dich irgendwie an, so ein bisschen so, oh, Männer. Naja, eigentlich seit der Nacht, bevor wir aufgebrochen haben. Wir sind. Und wir das erste Mal, naja. Bricht ab, guckt auf die Beine, wird wieder rot. Myria wird auch rot. Aber was soll ich dir jetzt sagen? Das geht dir doch gar nichts an, die anderen. Also mir ist es doch total egal. Sie sollen verstehen, warum ich nicht einfach gegangen bin. Du kannst ja nicht so tun, als wärst du nicht der Grund dafür, Andrigo. Das Dann hau ich dich super. Mal so ein bisschen gegen den Arm, so, hallo. Ja, danke schön, das finde ich super. Was soll ich dir jetzt noch sagen? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur, dass ihr euch untereinander vertragt. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, dass man sich, wenn man zusammen unterwegs ist, irgendwie versteht und nicht ständig aufeinander rumhackt. So wie ihr das immer tut. Guck mal so ein bisschen böse zu Jalan. Was tue ich? Wir sind alle ein bisschen jähzornig. Und das liegt nicht nur an dem Dschungel. Das war auch vorher schon so. Das macht's doch nicht besser. Na, natürlich nicht. Aber das erklärt's. Ihr solltet euch überlegen, ob ihr nicht irgendwelche, was weiß ich. Also, bei uns in der Gruppe gab's immer Regeln. Es gab Regeln, die musste man sich halten und dann hat das Zusammenleben irgendwie funktioniert. Der eine spannt dem anderen die Frau aus und solche Sachen. Und wenn der Älteste was sagt. Ich gebe auch zu, dass ich manchmal ein bisschen fies bin zu Jalan. Aber nur, wenn er es verdient hat, weil er viele Sachen oft sehr schlecht macht. Die Jalan bekommt Stappatmung. Das reicht jetzt! Alle miteinander! Gut. Rodrigo. Ja, sie hat recht. Ich bin euch vielleicht oft und zu hart angegangen. Ihr seid ein sehr fähiger Mann. Und ihr könnt es glücklich schätzen, dass ihr uns durch den halben Dschungel geführt habt. Hört doch auf, ihr seid doch auch fähig. Ich hab doch nur die Schnauze voll gehabt, als ihr mich. Können wir irgendwann mal das Du austauschen untereinander? Ihr seid der Geweihte und wenn wir unter uns sind, würde ich euch ganz gerne duzen dürfen. Wäre das für euch okay als... Aber nur wenn wir unter uns sind, nicht in der Stadt. Ich meinte natürlich, ihr seid der Adlige. Meinetwegen. Und Rodrigo reicht ja immer die Hand zum Krieger groß. Myria schaut sehr empört. Mit ergriffen. So. Dankeschön. Pass auf, ich respektiere euch. Ich halte euch nur für jemanden, und das sage ich jetzt allem Respekt, der, wenn er an seine Prinzipien, die habe ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt eines Besseren belehrt worden, die ihr davor immer sozusagen geäußert habt, bevor ich euch in der Mine in Aktion gesehen habe, habe ich gedacht, dass ihr mehr dafür sorgt, dass wir alle sterben werden bei so einer Aktion der Infiltration. Und ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Ihr habt mir bewiesen, dass ihr
über euren Schatten springen könnt, wenn es notwendig ist. Also akzeptiere ich euch als Anführer. Und wenn ich eines Tages vor der Seelenwaage stehe, werde ich auch sicherlich dafür bezahlen. Aber bis dahin müssen wir alle heil nach Hause kommen. Koste es, was es wolle. Und er nickt. Ja. Also Sascha, können wir uns darauf einigen, wenn unser adliger Herr hier etwas sagt, dass wir uns daran halten? Alle? Das geht noch. Zu geweihten Ruhr. Göttlich, was guckst du mich so an? Naja, ihr seid doch ungefähr auf einer Stufe miteinander, nicht wahr? Ich hörte, die Geweihten sind der weltlichen Gerichtsbarkeit nur bedingt unterstellt. Scheint ich wirklich viel Ahnung zu haben, kratzt sich am Kopf. Guck dich Herr an. Herr Jarlan Greifenmund von Schnattermoor führt uns hier jetzt. Und wenn er einen Befehl gibt, dann müssen wir uns dem fügen. Genauso wie wir uns den Wogen von Herrn Effert fügen müssen. Er gibt uns die Ebbe und die Flut und den Fisch. Aber das Wetter können wir nicht beeinflussen. Und wenn Jala nicht einen Befehl gibt, dann müssen wir uns daran halten. Auch wenn es uns nicht immer schmeckt. Wascha, du hast genauso viel zum Gelingen dieser Aktion beigetragen, wie alle von uns. Und ich sehe es nicht gerne, dass hier immer noch überbordende Zweifel entgegengebracht werden. Wenn sie uns hätte übers Ohr hauen wollen, hätte sie das längst getan.